Na, oh, fuck. Wir hatten's fast. Aber ich hab's halt nicht. Ich hatte es echt nicht mehr im Kopf. Mist. Und ich hab doch noch gesagt, ja, müssen wir nur ein paar Fragen beantworten. Ja, total. Ja, dann. Und ich dachte, du wärst Shay. Wenn ich Shay wäre, hättest du mich schon längst reingelassen. Weil so machen das Mütter. Sie beschützen ihre Söhne. Nicht so wie du. Nee, ich lass dich nicht rein. Aber Mutter, ich bin's. Nee. Du bist mir so. Weiß nicht. Ja, dann weißt du was? Dann nicht. Sind das deine ersten? Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Mist. 5 Jahre. Also nochmal. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Okay. Also, sie haben Punkte. Und er hat... Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot nee, Krankenbericht. Das war falsch. Das war der Brief. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Rote Stiefel mit... Hat er sie jetzt bekommen oder hat er sie nicht bekommen? Das ist aber auf ihr. Oh Gott, nochmal. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Sind hier denn noch Stiefel? Geh mal bitte aus dem Weg. Nee, oder? Was ist das? Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. In lila Stiefel. Und wo ist die Größe? Oh Gott, ey. Versuchen wir es nochmal. Irgendwie muss es ja funktionieren. Wir waren ja schon fast so weit. Nur die Stiefel. Es ist so ein... Er wollte zuletzt... Jetzt habe ich schon wieder die Farbe vergessen. Ist dann erst grüne, dann waren es rote, oder? Oh Gott, ey. Ich schreibe mir das jetzt auf. Das kann nicht wahr sein. Oh. Okay, ich mach kurz eine Pause. So, und ich bin wieder da. Und ich habe jetzt einen Stift und Papier und jetzt werde ich das nochmal aufschreiben. So, sag es mir, sag es mir. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Die mit den roten Streifen... Und die mit den Totenköpfen. Nochmal. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh,
Die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte? Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Okay. Seine roten Streifen, aber die mit den roten Streifen. Er sagt aber nicht, welche Farbe die hatten. Und das sind seine ersten. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Ich glaube, die waren lila, oder? Weil hier sagt sie ja lila. Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel. Das Musical. Guckt mal an. Aber gibt's hier auch irgendwo eine Fußnote? Ist das nein? Shays erste Weltraum. Ja. Gibt's hier nicht irgendwo? Hier, da, oder? 7. Sieht nicht so aus, als ob er später mal ein Kidnapper werden würde. Haha, ich hab's. Hier steht doch die 7. Das sind seine ersten, oder? Und welche sind jetzt seine ersten? Anstrengend. Ja, die ja da stehen, oder? Oh Gott, ey. Da muss ich nochmal hören. Süß. Aber ich wünschte, sie wäre nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Ja. Ich bin so. Ich muss erstmal. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Nochmal hören. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh. Die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Okay. Dann waren deine ersten lila. Größe 7. Müssen wir mal gucken, ne? Ob das jetzt funktioniert. Also wir haben jetzt eigentlich alles. Ich habe Schuhgröße 7. Rote Totenköpfe wollte er. Aber er hat sie wahrscheinlich nicht bekommen, weil er hatte ja schon rote. Oder? Ich weiß es nicht. Und hatte lila. Und keine Farbe ähnelt sich. Also. Aber was sind es jetzt? Wahrscheinlich lila. Boah, ey. Das ist ja richtig anstrengend hier. Hallo. Ich bin's, Shay. Was war nochmal die letzte Frage? Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel, bis er darauf bestand, maschinenfabrizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass ich niemals eine Farbe oder ein Muster wiederholte, damit es nicht langweilig wird. Sag mir also bitte, welche Farbe, welche Größe und welches Muster seine allerersten Weltraumstiefel hatten. Lila. Weil seine. Naja. Das sind aber nicht seine ersten. Lila. Lila. Und die Größe? 7. Oh, es gibt gar nichts. Dann muss es 6 sein, oder? Oh Gott, ey. Ich hasse es jetzt schon. 6. Größe 6. Und das Muster? Punkte. Punkte. Ich glaube, ich muss noch mehr herausfinden. Gut, das war's. Oh, danke. Ich muss eine Karte machen, um diese Hinweise zu ordnen. Ich nehme einfach dieses Stück Papier und diese Stifte da. Voila! Nun, der schwierige Teil ist geschafft. Jetzt muss ich die nur noch ausfüllen. What the fuck? Und dafür habe ich jetzt
mir jetzt noch einen Papierstift. Oh, ihr seid manchmal. Oh Gott. Ja. Also. Schlangenfoto. Feuerwehrmann. Ah, Feuerwehrmannzeichnung. Szene im Glas. Schlangenfoto. Hinweis. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Okay, Moment. Wie alt war er denn da? Offenbar hatten diese Leute riesige Monsterraumschiffe, bevor sie die Farbfotografie erfunden haben. Also, da hat er Schuhgröße 7, oder? Schuhgröße 7. Da? Das ist zumindest eine Entschuldigung. Blau. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Okay, mit Alter 8. Blaue Stiefel. Gott, ist das anstrengend. Am meisten. What the fuck? Ehrlich? Wirklich jetzt? Alter 8. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, ja. die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Das redet die Schnauze. 8? Kann ich das nicht eingeben? Was? Okay. Ich glaube, ich habe... Alter, 8? Blau. Macht sie nicht. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren Alter hat, weil er einen sechs sich bewegenden Rührbesen abgelegt hat. Mischschneidzahn 8 so und 9. Name Walter S. Okay. Oh Gott, okay. Ne, da kann ich nichts machen. Ich dachte, hätte er sein können. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Punkt. So. Dass sie und ich sagen kann, ja, die sind so und so groß. Nein. Wäre ja zu einfach. Shay Walter, bester Schauspieler in Lila Stiefel, das Musical. Lila Stiefel. Punkte, blaue Stiefel. Ja, wie alt war er denn da? Kann mir das jemand mal sagen? Hier müsste noch was sagen. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Gott, ist denn, ey. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Moment, wie alt war er da? Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Sind 5 Jahren, 1 Jahr und dann 6. 6 Jahre? Dann wäre er 6 Jahre alt. 6. 6 und 3 Schuhgrößen größer. Oh Gott, das ist so anstrengend.
zweiter Platz. Wettbewerb im Schuhebinden. Ja, das sagt mir aber nichts. Erster Platz, Umarmmarathon. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Ja, dann mach es doch. Aber sie macht es nicht. Oh ja, bekannte Tatsachen. Ich glaube, ich werde jetzt auch nochmal pausieren. So, hier bin ich wieder. Und ja, ich bin gar nicht vorangekommen. Außer, ich bin hier gelandet. Gottes Willen, es ist so anstrengend. Und am meisten, dass sie jetzt nicht, dass sie jetzt nicht mehr fragt, nach diesen Kackschuhen. Was ist das für ein dummes Rätsel, ehrlich? Da habt ihr euch ja richtig gut Mühe gegeben, wow. Ein Stofftier, das nur einmal erwähnt wurde, Er hat es nur einmal in seinem verdammtes, und das war ja nicht mal im zweiten Part, es war einfach im ersten Part. Genau. Was ist vorgefallen 1892? Das ist dieses Wort, wie ich jetzt hören. Das Wort war in dieser Zeit sehr populär. Aber es ist jetzt ausgestorben. Ja, genau, ich weiß es natürlich. Boah, ey. Aber wir wollen keine miese Stimmung machen. Also, ich mag das Spiel trotzdem noch. Auch wenn die Rätsel dumm sind. Und jetzt fragen wir mal, ob er das weiß. Hat Shay zufällig etwas über die Größe, die Farbe oder das Muster seiner ersten Weltraumstiefel gesagt? Ich wurde gerade von einem großen Stahlteil erdrückt. Ja, genau. Dieses Problem versuche ich ja gerade zu lösen. Hilf mir, damit ich dir helfen kann. Ah! Sieh mal im alten Trophäenraum nach! Da war ich schon. Was war Shays Spitzname als kleiner Junge? Ich habe ihn immer Junge genannt. Aber ich glaube nicht, dass er das gemocht hat. Kennst du den Namen von Shays Ding? Kennst du den Namen von Shays Lieblingsstofftier? Die einzige Kreatur, um die er sich besonders gekümmert hat, bist du. Ich muss los. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ja, das war's. Oh Gott. Dieses Spiel. Am meisten... Ich hab alles schon. Ich wüsste schon, wie seine Schuhe aussehen. Aber sie will das nicht einkritzeln. Sie waren lila? Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. Lila. Mit Punkten. Shays erste Weltraumstiefel, 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wäre nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Und, 5 Jahre ist alles drin. Ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Aber er will es nicht machen. Ich verstehe es nicht. Er ist 5. Sie waren lila. Ja, wow. Oh, ey. Spiel. Das regt mich total auf. Halt die Klappe. Ich glaube, ja. Ist mein Kopf wieder kleiner geworden? Hi, May. Hey, Will. Ja, mein Kopf ist wieder kleiner geworden. Deswegen. Schauen wir mal, ob das funktioniert.
Hinreise-Teleporter zurückreisen, um ungewollte Veränderungen zu vermeiden. Jetzt ist er noch größer. Übertreib's nicht, Schätzchen. Du musst mit mir zurück, bevor du platzt. Nein. Lass ihn so groß, ich mag ihn. Ich mag ihn so groß. Lass. So. Dann hier. Hier, da kennt sie uns jetzt als Jay an. Bitte. Hallo, ich bin's, Jay. Was war noch mal die letzte Frage? Jetzt geht es. Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Wildhornstiefel, bis er darauf bestand, maschinenfabrizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass Lila. Lila. Und die Größe? War Größe 4. Größe 4. Und das Muster? Das Muster waren Punkte. Punkte? Das muss eigentlich. Oh ja! Oh, endlich! Jay, du bist in der Nähe, Hack. Hi! Oh Gott, Schwarze! Du bist kein Computer. Du bist nicht Jay. Du bist schwarz! Sorry. Ja. Manchmal muss man lügen. Ja. Das Bild. Wer bist du? Was hast du mit unserem Schiff gemacht? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, chill. Wer bist du? Wer bist du? Und warum hast du mit diesem Schiff Mädchen gefangen? Mein Name ist Bella. Ich habe dein Schiff zu Fall gebracht. Wo ist dieser Computer namens Mama? Das Schiff. Das ist die Mutter. Ich will antworten. Wer bist du? Wer bist du? Und warum hast du mit diesem Schiff Mädchen gefangen? Bist du krank? Bist du krank? Bist du behindert? Hab ich dich gefragt. Mein Name ist Vella Tartin. Ich habe dein Schiff zu Fall gebracht. Was? Warum? Wir sind ein unbewaffnetes interstellares Raumschiff auf einer friedlichen Mission. Ist klar. Wo ist Mama? Wo ist dieser Computer namens Mama, der das Schiff steuert? Ein Computer namens Mama? Wovon sprichst du? Wovon sprichst du? Ich verstehe dich nicht. Und das Bild ist niedlich. Ja. Am meisten, dann weiß er doch, dass er Eltern hat. Der ist Shay so dumm. Der Wolf hat mir von dir erzählt. Der Wolf hat mir von dir erzählt. Gut, jetzt beruhige dich einfach mal. Du brauchst Hilfe. Auf jeden Fall. Du bist nicht im Weltraum. Schau aus dem Fenster raus. Du bist nicht im Weltraum. Schau zum Fenster raus. Nun ja, nicht mehr. Du hast uns abgeschossen. Nein, ihr wart niemals im Weltraum. Das war alles gelogen. Die Sterne sind hier drin. Und von außen seid ihr ein Monster. Aber... Sie hat recht, meine Freundin. Da ist er ja. Das ist der Wolf, von dem ich gesprochen habe. Diese Stimme. Hey, warum bist du nicht mehr unter dem Müll eingeklemmt? Ich bin kein Wolf, nicht wahr, Ho? Ich bin ein alter Was? Merkai, was machst du hier? Ich bin hier, um Operation Löwenzahn für dich abzuschließen. Es tut mir leid, dass wir einige Aspekte der Mission vor dir und deiner Familie geheim halten mussten. Aber warum bist du... Du hast gesagt, dass unsere Welt stirbt. Das tat sie auch. Aber dann seid ihr gegangen und habt unsere Rettung gefunden, wie so viele vor euch auch schon. Die Morgs. Entschuldige bitte das Weltraumtheater. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit ihr euch nicht wie viele eurer Vorgänger den Einheimischen anschließt. Wir waren nie im Weltraum? Loruna ist für sich genommen ein großes Reich, aber eben auch Teil genau dieses Planeten. Hinter dem Piss? Lustig, dass du das erwähnst. Da wären wir nämlich. Während
Während ich das Schiff zur Desinfizierung vorbereite, bleibt ihr zwei sitzen. Denkt daran, dass ihr zum Wohlergehen vieler zukünftiger Generationen beitragt. Captain, hier oben! Ich bin eine Waffe! Mama Hope. Errungenschaft freigeschaltet, wenn ihr das nicht gesehen habt. Ja. Kacke, ne? Ist ein bisschen doof gelaufen. Hättest du mich mal ein bisschen früher reingeschickt, ne? Naja, kack drauf. Gucken wir das Bild an. Was für ein süßes ja. Bild. Ja, damit kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Ja, war nicht immer dumm. Hier, was ist das, eine Gabel? Hey, sieh mal, eine Gabel. Ich hätte ein komplettes Besteck, wenn ich... Oh, an deiner Stelle würde ich den LÖFFEL hier nicht erwähnen. Oh. Tiny hat ihm das Herz gebrochen und deshalb hat er sich freiwillig für ein Selbstmordkommando gemeldet. Halt deine Klappe, Dutch! Keine Sorge, ich erzähl schon nicht, für wen du ihn sitzt. Oh. Okay, what? What? Kann sie wenigstens sprechen mit uns? Ich bin froh, dass du dabei bist. Alles um Captain... Du kannst auch so Ende reden. Ich bin froh, dass du dabei bist. Alles um Captain Walter zu helfen. Okay. Was gibt's denn noch? Sonst... Hier? Hallo. Hi. Du bist Hope? Vella, nicht wahr? Ah, sie ist Hope. Oh, Hope. Ein echt hübscher Name. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Ja, war sie auch nicht. Tut mir leid, ich habe gelogen, dein Sohn zu sein. Wie kommen wir hier raus? Ich werde einen Weg... Okay, erstmal... Ne? Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Hinter welchen Entführungen? Dieses Schiff sieht von außen wie ein riesiges Monster aus. Alle 14 Jahre kommt ein Schiff wie deins zu meinem Dorf. Und wir müssen Meiden opfern, damit es nicht die Stadt zerstört. Das kann nicht sein. Und dann nimmt das Monster, also dein Schiff, die Meiden mit. Für immer. Das hört sich alles so verrückt an. Aber genau das wäre ein Plan nach dem Geschmack von Drossel. Und man hat sich mich aus den Honus gegeben hat. Ich habe gelogen, dein Sohn zu sein. Der Wolf sagte... Nun ja, tut mir leid. Schon gut. Ich mache dir keine Vorwürfe. Offenbar hat Marikai uns alle für lange Zeit getäuscht. Ja. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marikai sie jetzt selbst geschlossen hat. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Gut. Gut, Hope, mach das. Können wir noch was machen? Irgendwelche Vorschläge? Nein. Okay. Tut mir leid. Ja. Ich werde ein... Sonst ist nichts, ne? Was ist das? Ja. Du hast mich angelogen. Warum hast du mich in diesem Zimmer eingesperrt? Wohin bringst du uns? Erstmal, du hast uns angelogen. Du hast mich angelogen. Sie ist kein Computer. Ich habe nie behauptet, dass sie ein Computer ist. Sie steckt nicht hinter den Entführungen. Das tust du. Ich habe auch nie behauptet, dass sie hinter den Entführungen steckt. Du warst gar nicht unter dem Müll eingeklemmt. Ich habe nie... Na schön, jetzt hast du mich erwischt. Manchmal übertreibe ich es einfach mit meiner Schmerzensnummer. Warum hast du mich in diesen Zimmer eingesperrt? Warum hast du mich in dieses Zimmer eingesperrt? Du hattest gerade unser Schiff zu Fall gebracht. Da musste ich dich außer Gefecht setzen. Du bist ein gefährliches Mädchen, Vella. Ach was? Und irgendetwas sagt mir, dass wir noch nicht einmal wissen, wie gefährlich. Und wohin bringst du uns? Und warum? Wohin bringst du uns? Und warum? Zum Roten Hangar, zur Abfertigung. Abfertigung? Eine Art Verwaltungsarbeit? Einfach nichts sagen. Einfach ein Lächeln.
Sind die entführten Mädchen wirklich immer noch an Bord? Oder hast du mich darüber ebenfalls belogen? Sie sind alle an Bord und sicher in einem Schutzraum. Du eingeschlossen. Okay. Ja? Gibt es wirklich eine Pest auf dieser Seite des Damms? Ja, es gibt da eine Pest, aber nicht in Lorona. Die Pest seid ihr, du und deine Leute. Nichts für ungut. Unser Volk ist das prächtige Ergebnis einer strikten und teuren genetischen Auslese über tausende von Jahren. Wir bauten den Damm, um den genetischen Müll des Ödlands draußen zu halten. Des Ödlands? Entschuldige, ich meine das nicht böse. Hallo, du siehst aus wie so ein Affe. What the fuck? Und außerdem, guck mal deine Stirn an. Aber wenn wir die Pest sind, warum habt ihr dann so viel... Ja, warum führen wir wenn man die Pest... Ja. Aber wenn wir die Pest sind, warum habt ihr dann so viele von uns entführt? Obwohl es mir schwerfällt, es zuzugeben, die im Chaos Geborenen besitzen etwas, das wir verloren hatten und nicht simulieren konnten. Etwas Unnennbares und Primitives, ja vielleicht sogar Animalisches, das wir für unser Überleben brauchen. Was ist los? Kann es sein, dass du die Bedeutung von unnennbar nicht verstehst? Okay, was ist deine Aufgabe hier? Dieser Junge, ihr Sohn, was war seine Sohn. Aufgabe dabei? Shay wurde außerhalb der Nähatmosphäre von Lorona aufgezogen, damit er, manche würden sagen schwach genug, meiner Meinung nach jedoch auch sensibel genug war, die Subjekte zu wählen, mit denen wir unsere Löcher im kollektiven Familienstammbaum füllen konnten. Die Geschichte wird ja immer gruseliger. Nicht jeder kann absolute Perfektion ertragen. Wir wollen hier raus. Wir wollen hier raus. Glaubt mir, ihr seid sicherer da drinnen. Wieso sollen wir hier drin sicherer sein? Oh, tut mir leid. Ich meine, es ist sicherer für mich. Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieß. Oh, nicht jeder hat Interesse an absoluter Perfektion. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Diese Tür geht nicht auf. Marikai will offenbar, dass wir uns nicht von der Stelle rühren. Und jetzt? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist meine Zentralsteuerungssphäre. Damit behielt ich das Schiff im Auge und nahm hier und da kleine Änderungen vor. Macht's was, wenn ich's ausprobiere? Natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Marikai die meisten Steuerungsfunktionen abgeschaltet hat. Ah, wie cool. Also müssen wir nicht den Raum verlassen? Wie cool, wir sind eigentlich eine Sonne. Hey, ich kann die Außenseite der Tür sehen. Cool. Offenbar wurde die Steuerung sabotiert. Wirklich? Bestimmt könnte ich sie reparieren, wenn ich hier nur rauskäme. Mag sein, aber wenn wir hier rauskämen, bräuchten wir auch nicht... Ja, ich weiß. Trotzdem. Cool ist das denn? Miep, miep. Nach oben. Hey, ich sehe andere Zimmer. Ja, aber wahrscheinlich nur die, um die sich Marikai nicht kümmert. Wie cool ist das denn? Wir sind jetzt die Sonne. Wie cool. was soll ich sagen? Ich hab's vergessen. Hey, Kopf hoch. Schon besser. Kann ich ihn noch antreten? Guten Morgen. Was kann ich hier machen? Ist das eine Erdungsfrühstücksknappe? Okay. What? Ich wünsche dir einen schönen Tag, Shay. Ah, ich liebe dich. Shay ist klasse. Heldenessen. Taco Pen Dienstag. What? Wie lustig. Das ist die richtige Einstellung. Kann ich das also auch aufmachen?
Okay. Oh, ich glaube, ich kann Türen auf- und zusperren. Ja, aber irgendwas sagt mir, dass du das nicht mit unseren schaffst. Ja. Mal schauen. Ich kann alles. Also hier sind wir jetzt. Ja, diese Steuerung ist total verschmort. Was kann ich hier machen? Oh, vermutlich gab es einen Grund dafür, dass dieses funkensprühende Wartungsfeld abgeschaltet war. Ups. Scheiß drauf. Wohin kommen wir denn hier? Ist hier drin irgendwas Interessantes? Ah, guck mal. Toll, diese Arme sind stark. Ja, heb das auf, danke. Und jetzt? Warte, was machst du? Oh, wahrscheinlich war es schmutzig, aber du brauchst wirklich nicht... Hey, was machst du damit? Diese Dinge haben ihren eigenen Kopf. Okay, was hat er jetzt damit gemacht? Hey, Kopf hoch. Das alles wird schon... Oh. Tut mir leid. Hey, Kopf hoch, das wird... Oh. Okay, sorry. Wollte ich nicht. Ja, die nicht. Ich schwöre es. Ist er jetzt da drin? Abgeschlossen. 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 Okay, sorry. Abgeschlossen. 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 Jetzt ist er hier. Kann ich jetzt noch was machen? Das ist gruselig. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hier dich. Hier ist das so. So. Nee. Anscheinend kann ich nichts selten machen. Oder warte mal kurz. Das ist die richtige Einstellung. Weil das schon gerade pausieren. Vielleicht kann ich ja. Halt genau da an. Und jetzt? Betrachte die Sache doch mal positiv. Stopp. Halt! Irgendwas muss ich hier machen, aber ich weiß nicht was. Warte. Halt genau da an. Oh! Und jetzt? Kann ich irgendwas mit der Hand machen? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse die Hand erstmal in Ruhe. die Hand. So, ich will erstmal ein bisschen weiter gucken. In welchen? Alles leer. Oh Gott, ich bin eine große Sonde. Wie cool. Kann ich da rein? Ja, es ist auch geschlossen jetzt so. Aber irgendwie können wir da nicht rein. Schieben wir mal hier. Können wir da jetzt rein oder nicht? Anscheinend ja nicht. Weil hier waren wir schon drin. Davon kommen, da kommen wir ja raus. Was ist denn hier? Okay. Abgeschlossen. 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 Ich frage mich, was dann passiert. Ich frage mich auch. Ist jemand hier drin? Können wir auch hin. Probieren wir das mal.
geschlossen. Ich mach mal alles jetzt an. Oh, es funkt. Kopf hoch. Kann ich noch was machen? Nee. Schau doch nicht so finster. Was ist das? Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Okay. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Und jetzt? Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Und jetzt? Kann mir mal jemand sagen, was ich hier machen muss? Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Jetzt? Habe ich sie jetzt endlich? Nee. Das machen wir aus. Keine Ahnung. Aufgeschlossen. Ein Lächeln lässt alles gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen, oder? Keine Ahnung. Die ist so ein Ding. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Keine Ahnung. Oh Gott, Villas-Räte sind die dümmsten. Ehrlich. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich dachten die sich die Erfinder so. Niemand außer ein. Hey, du lässt das Ding offen, verstanden? Mist. Mit? Aufgeschlossen. Gehen wir nochmal zurück. Und siehst du mal jetzt zu? Nee. Dann sagen. Aber das Ding ist traurig noch. Scheiß drauf. Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Das ist die richtige Einstellung. Oh, es funkt. Wie funktioniert dieses Ding? Ich weiß es doch nicht. Ich drücke doch irgendwas. Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Und weiter. Hier lang. Oh, es funkt. Repariert er es jetzt? Sieh an. Sie löst Probleme so schnell, nun ja, wie ich sie verursache. Hoppla! Sie wird das in 0, nichts repariert haben. Hier lang. Ah, guck mal an. Jetzt habe ich es verstanden. Hier. Da ist etwas falsch verkabelt. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Gut, sie arbeitet daran. Gut. Komm Nein, schon. Nicht gehen! Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Wohin geht sie? Achso, ich dachte, sie geht jetzt ganz weg. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Reparier das jetzt bitte nicht zu schnell. Nicht. Nur ein klein wenig weiter. Wieso geht sie schon wieder? Da! Geh noch da! Hallo! Da ist etwas falsch verkabelt. Ich hab keine Ahnung. Hier? Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Und dann... Und
weiter. Hier. Noch ein bisschen weiter. Oh Gott, wieso geht sie denn wieder zurück? Hallo. Das war nicht richtig. Oder etwa doch? Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Ich habe keine Ahnung. Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Denn hier... Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Oh Gott, ist ja... Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Ich raste aus. Jemand eine Taschenlampe? Und dann das hier. Sehr gut, mein Mädchen. Ich verstehe es nicht. Es ist so dumm. Wieso? Jetzt geh. Oh je, da drüben ist es ganz schön dunkel. Braves Mädchen. Einen Versuch ist es wert. Jetzt geht es wieder zurück. Oh, das kann ich fasern. Das ist eine Schweinerei. Und wir warten jetzt erstmal. Das ist die richtige Einstellung. Schau doch nicht so finster. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, ich gucke aber gerade ein bisschen finster. Muss ich das drücken? Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Schalten wir doch mal das hier an. Sehr gut, mein Mädchen. Ich weiß nicht. Da ist etwas falsch verkabelt. Ja. Oh Mann, wieso geht es denn nicht noch da? Hoppla! Kommt es hier nicht durch? Wahrscheinlich hätte ich das vorschieben müssen. Total gut. Na, hier ist es nicht mehr. Irgendwie muss ich dieses Männchen rüberschicken. Aber wie? Wie? Sagt es mir. Oh, es funkt. Oh, es funkt. Ich glaube, das... Hat jemand eine Taschenlampe? Ach so, oh. Das machen wir aus. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Ja, es geht rüber. Ja. Super. Noch ein bisschen weiter. Wenn ich hier jetzt drauf drücke. Probieren wir das mal. Nein, wieso geht es zurück? Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Ich hasse es. Okay, eins. Zwei. Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Drei. Hey, oh, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Du verdammtes Schwein. Hat jemand eine Taschenlampe? Ich bin zu schnell. Entweder ich bin zu schnell oder schneller. Ui, oh, da drüben ist es ganz schön dunkel. Das ist so kacke, ey. Okay, Moment. Aber diese Rätsel sind so doof. Wer hat diese Rätsel überhaupt erfunden? Ganz ehrlich. So dumm. Dann geh fast in deine ersten Schuhe. Ja. Komm. Hey, hat
Hat jemand eine Taschenlampe? Das machen wir aus. Jetzt geht es nicht rüber, weißt du? Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Ich glaube, die beiden kommen jetzt als erstes dran. Hoppla! Hey, hat jemand eine Taschenlampe? Es geht. Sie dürfte eine Weile brauchen, bis sie das repariert hat. Komm schon. Go, go, go. Go, go, go. Nur ein klein wenig weiter. Hey, ich glaube, wir könnten hier eine Notbeleuchtung gebrauchen. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Es tut mir echt leid, dass ich so dumm bin, ey. Es ist schon echt anstrengend. Also hier. Braves Mädchen. Da ist etwas falsch verkabelt. Noch ein bisschen weiter. Ja, noch ein bisschen weiter. Also, warum gehst du nicht? Wie funktioniert dieses Ding? Ja. Was ist denn jetzt noch defekt? Oh, es funkt. Okay. Sie wird das in 0, nichts repariert haben. Hoppla. Nur ein klein wenig weiter. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Ja. Sieh an. Sie löst Probleme so schnell, nun ja, wie ich sie verursache. Und jetzt? Wann geht's jetzt? Noch ein bisschen weiter. Also hier ist, wird sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommen. Gut. Ich schaffe das schon. Keine Sorge, wir werden das schon schaffen. Muss ich das hier machen? Das sollte wirklich mal jemand reparieren. Nee, ist zu weit weg. Oh, es funkt. Prima, sie arbeitet daran. Wie funktioniert dieses Ding? Hoppla. Ah, okay. Noch ein bisschen weiter. Oh Gott. Habe ich es jetzt geschafft? Nee, auf keinen Fall. Gut, sie dürfte eine Weile brauchen, bis sie das repariert hat. Prima, sie arbeitet daran. Noch ein bisschen weiter. Okay, ich hab's gleich. Juhu! Oh, Gott sei Dank. Okay, und jetzt muss ich wohin? Ich muss jetzt da rein, also nicht... Wie kam ich nochmal da rein? Das ist die bessere Frage jetzt. War hier nicht so ein... Ah, da. Ich hab's vorhin nicht gesehen. Und so. Geschafft. Wir sind auf der Zielgeraden. So. Nein. Ach, nein. Oh, Kleines, es tut mir so leid. Verflixt. Das war unsere einzige Chance. Nein. Vielleicht ist es irgendwo draußen und hängt da.
Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo hängt, wirklich. Und wir es schnappen können. Oh, da bist du ja. Da bist du ja. Ich bin so froh, dich zu sehen. Halte durch, Mädchen. Ja, halte durch, Mädchen. Einen Moment. Gut, hier ist eine Hand. Nimm ja! Sie. Ja, Suppi. Gute Arbeit. Gut. Puh, Gott sei Dank. Hier. Halte durch, Mädchen. Sehr gut, mein Mädchen. Oh, süß. Sehr gut, mein Mädchen. Sehr süß. Novella sind alles Mädchen. Diesmal ja. Sind wir vorsichtiger. Ich hoffe, dass dieses Loch jetzt verrückt genug ist. Jetzt. Ihr fällt da das Ding da so runter auf sie. Braves Mädchen. Sieh mal, da ist ein elektrisches... Ja, diese Steuer... Stimmt. Kümmere dich mal lieber darum. Recht so, mein Gut Mädchen. Gemacht. Ja. Gottes Willen. War das jetzt anstrengend. Aber es hat sich gut angefühlt. Probier's aus, Hope. Ja. Du hast es geschafft. Ja. Wir sind frei. Achtung, nähern uns dem roten Hangar. The Hunger Games. Oh nein. Oh nein. Oh doch. Oh Gott, ey, war das jetzt anstrengend. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist ja das Schlimme daran. Auch wenn ich jetzt echt geflucht habe und so. Es hat echt Spaß gemacht. Alter. Okay. Was ist das für ein Ort? Hier bauen und lagern sie Schiffe wie unseres. Das ist die Mockfabrik? Leider ja. Nein, das ist großartig. Statt nur einen Mock umzubringen, können wir jetzt alle für alle Zeiten vernichten. Oh, und die Leute in der Fabrik ebenfalls. Mist. In der Fabrik arbeitet niemand. Alles ist automatisiert, aber ich weiß nicht... Großartig. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie man diesen Todesstrahl benutzt. Stimmt, du hast recht. Ein Todesstrahl dürfte diesmal nicht reichen. Wir brauchen etwas Größeres, wie zum Beispiel... Das Einzige, was ich jemals hochgejagt habe, war der Ofen meiner Familie. Unter dem ganzen Hightech-Zeugs muss auch etwas sein, womit man eine mächtige Explosion erzeugen kann. Vielleicht, aber... Also werde ich eine Bombe basteln, mir dann überlegen, wo in der Fabrik ich sie lege und danach, wie wir schleunigst hier raus und zurück zu unseren Familien kommen. Klingt gut, oder? Nicht wirklich. Wenn es aber eine Möglichkeit gibt, zu meiner Familie zurückzukehren, dürfte das meine einzige Option sein. Das war jetzt nicht gerade ein begeisterter Schlachtruf, aber ich probier's. Okay. Und bevor wir das probieren, werde ich jetzt erstmal Schluss machen, weil es jetzt gerade 5 Uhr ist. Und ich glaube, ja, ich würde jetzt erstmal schlafen gehen. ja. Ist so angebracht, ja. Aber trotzdem war es ziemlich cool. Wir haben dem ziemlich gut vorangekommen. Wir sind jetzt auf diese Pestseite. Und mal gucken, wie es ja, weitergeht. Auch wenn die Rätsel echt scheiße waren. Manche Rätsel waren echt kacke. Sorry fürs Gehen. Und man hat es ja wahrscheinlich auch an meiner Stimmung bemerkt, dass ich einfach gar keinen Bock mehr hatte. So richtig so, boah, ja, dann führst du den jetzt da hin. Oh Gott, wieso geht er denn jetzt da nicht hin? Oh, ja, fick dich. Oh. Ja, egal. Aber die sind echt weit gekommen. Und es hat trotzdem Spaß gemacht. Und bis dahin sage ich erstmal auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.